Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Cooking Diary. Ja, in der letzten Folge haben wir es ja doch in unserem Cine Café bis Stufe 6 geschafft und ich würde sagen, wir legen auch prompt los, denn genau an dieser Stelle stehe ich nämlich noch, da ich ja hier wieder so ein paar Sachen habe, ja. Hallo, moinsen. Ja, gebt mir mehr Geld für die Slushies hier. Und bessere Snacks. Ja. Ja, wie gesagt, die bessere, also hier, dass hier zwei Spender stehen, das kommt ja erst in 4 Stunden. Das heißt, ich denke mal, werdet ihr dann vielleicht so in 2, 3 Folgen sehen, denn ich werde jetzt wieder ein bisschen auf Vorrat aufnehmen, um so ein bisschen, ja, Zeit gut zu haben, ne? Alles klar, ich würde sagen, nicht lang schnacken, weiter geht's. Wir gehen Level 7 an. 500 Münzen müssen wir schaffen und nichts darf verbrennen. Na gut, das sollten wir doch hinkriegen, oder? Ich hoffe, das kommt bald. Ja, grüner Slushy. Guck mal, du machst mal hier Tomaten. Dann können wir nämlich hier schon runtergehen, den mitnehmen und ja, wunderbar. Und du möchtest nur eine Wurst. Das ist doch kein Problem. Das kriegen wir hin. Bitte schön. Gehe ich ja schon mal hin. Oder wir können gleich mal die nächste hier reinwerfen. Ja, der ist ziemlich special, der Mensch. So, hier ein grünes Trinken. Guck mal, hier mit Salat war ich doch gut vorbereitet. So, der möchte grünes Trinken und Pommes, auch dieses, und einen Salat. Dann Nachos, Pommes und dann einmal hier rein. Du kriegst dieses, grünes Trinken. Möchtest du vielleicht hier was haben? Ja, ist doch kein Problem. Ja, es geht mir echt gut. Es geht mir gut. Ich bin ja voll dabei und so. Guck mal, kriegst du hier das auch noch? Und irgendwer wollte doch hier Pommes haben. Mensch, mach doch hier mal Salat. Rot. Das ist rot und nicht grün. Mensch, ist ja wohl eindeutig, oder? Hier, bitteschön. Bitteschön. Ach, schon fertig. Okay, alles klar. Jetzt muss ich wieder Schulterkreisen machen. Aufwärmen. Und auf wie geht's. Nächste Videosequenz. Oh, jetzt geht's bei Johnny nämlich weiter. Johnny ist ja immer sehr zurückhaltend und sehr schüchtern Frauen gegenüber, ja. Ich habe euch ja in der letzten Folge erzählt, Johnny hat so kleine Problemchen. Auch er wurde hier wieder von einer netten jungen Dame angesprochen. Und ja, wir werden jetzt versuchen, Johnny ein bisschen tougher zu machen in der nächsten Zeit. So, ja, meine Geschichte ist fertig, Räusper. Die folgenden Ereignisse haben sich vor 20 Jahren in einer kleinen Stadt zugetragen. Eine junge Frau arbeitete an einem kleinen Straßencafé. Sie war hübsch und freundlich. Doch da war dieser alte Kerl, der jeden Tag in das Café kam. Man kann es nicht beschönigen, dieser Mann war griesgrämig, kaltherzig und übellaunig. Aber sie kümmerte sich nicht, immer um ihn. Oh, lasst uns eine Pause machen. Seht euch nur die ganzen Gäste an. Ah, ja. Alles klar. Ja, ich würde das gern kaufen. Hätte ich denn doch mehr Rubine, ne? Oh, ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Alles klar. Bin ja noch im Oster-Event. Ja, dürfte ja denn... Ja, nee, heute dürfte noch Ostern sein in dieser Folge. Also es wird uns noch eine Weile begleiten. Wir starten gleich weiter in Level 8. Uff. Weiter geht's. Gut, hier dürfen wir alles verbrennen, verkokeln und so weiter und so weiter. So, einmal grünes trinken. Dann können wir doch ihn ja hiermit mal glücklich machen. Sie kriegt gleich alles. Wunderbar. Du kriegst hier...
Bitteschön. Ja, lassen Sie es sich munden. So, dann kann das hier hoch. Pommes. Gucke. Das ist doch mal gut. Komm, nimm mal beides, bitte. Oh, hier habe ich das grüne Trinken vergessen. Tomaten. Na, das ist doch super. Bitteschön. Einmal grünes Trinken, bitte. Ja, Chili Cheesies. Mmh, lecker. Kriegst du auch. Auch dieses. Bitteschön. So, jetzt machen wir erst das Trinken. Und machen hier gleich mal ein paar mehr Sachen. Zack, 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 zack. Und hier gleich das nächste rein. Mit Salat. Du möchtest nur dieses. Und was Grünes zu trinken. Du möchtest nur was Rotes zu trinken. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Was machen wir denn als nächstes? Ich weiß, komm, wir machen mal Tomaten. Ist da nicht verkehrt. Und noch mal rot. Bitteschön. Ach, gucke. Ist ja wie geplant. Oh je. Das war jetzt aber ein glücklicher Zufall, nicht? Ach, ist auch die letzte. Ne? Dann brauche ich mich ja hier gar nicht mehr stressen, Mensch. Ich sollte doch in ein Tablett investieren in der nächsten Zeit. Aber das geht auch ohne. Dauerzeit länger, soweit wir kommen, kommen wir, ne? Jetzt geht's weiter. Ja, aber diesen alten Mann, in diesem alten Mann steckte mehr, als man auf Anhieb erkennen konnte. Ja, in seinen jüngeren Jahren ist er ein wahrer Abenteurer gewesen. Und er besaß Schätze, die er einst gefunden hatte, versteckt in seinem Schrank. Berge von Gold und kostbare Steine. Ja, Indiana Jones. Als Dank für ihre Freundlichkeit gab er der jungen Kellnerin sein gesamtes Vermögen. Sie wäre fast in Ohnmacht gefallen, als sie das erfuhr. Ja, gute Taten machen sich am Ende immer bezahlt, stimmt's? Das war eine herzerwärmende Geschichte, Johnny. Sie hat mir sehr gut gefallen. Kennst du noch mehr Geschichten? Sehr gut, sehr gut. Was können wir denn hier machen? Was? Korn? Ach, Corn Dogs. Ja, Corn Dogs heißen die. Immer nur Freunde. Drei Poster. Okay. Ja, würde ich sagen, das mache ich dann mal so ganz in Ruhe. Oder, warte, wir können noch... Ach nee, komm, ein Level machen wir jetzt noch und dann schauen wir mal, was uns dann so Schönes ereilt. Geht's jetzt? Oh, ich habe nicht hingeguckt. Was soll ich denn machen? 540. Ich habe auch nicht schlecht. Ich habe jetzt echt nicht hingeguckt. Auch nicht schlecht. Ey, du solltest doch das da oben abgeben. Warum hast du denn das nicht gemacht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, einmal so ein Salat. Guck mal, kriegst gleich Corn Dog. Und ein grünes Trinken. Ein grüner Slush, sicherlich. Und hier gleich nochmal ein Corn Dog. Grün und rotes Trinken gleich anmachen. So, schauen Sie. Da bekommen Sie auch zwischenzeitlich schon mal Ihre Lieferung. Ja. Einmal so. Und noch ein Corn Dog. Bitteschön. Du bist auch fertig. Dann gehen wir hier schon mal hin. Und dann ab in die Tomaten damit. Und der nächste können wir schon mal. Ja, 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 genau so. Jetzt habe ich den falschen mir ausgesucht. Aber das ist nicht schlimm. Pommes, Pommes, Pommes. So. Grünes Trinken nehmen, rotes an, bitteschön. Ja, Geld einsammeln nicht vergessen. Oh, war schon der letzte. Okay. Na, guck. Entschuldigung.
So, meine Mutter hat immer gesagt, dass man alles erreichen kann, wenn man nur mit Herz und Seele daran arbeitet. Sie denkt, ich wäre ein ordentlicher Koch geworden. Aber ich habe es nicht mal auf die Kochschule geschafft. Ich möchte ihr das wirklich beichten, aber ich bringe es einfach nicht übers Herz. Johnny, du wirst mit Sicherheit eines Tages ein erstklassiger Koch werden. Mit oder ohne Diplom. Glaub einfach an dich und das ist das Wichtigste. Ja, dein Großvater hatte recht, Averia. Du bist zum Anführer geboren und ich werde dir bis zum Ende folgen. Alter, wir haben einen Fan. Eine Belohnung. Ja! Sehr gut. Gut. Haben wir Episode 7 abgeschlossen und es geht weiter mit Episode 8. Allzeit bereit. Creighton versucht, dich und dein Restaurant mit einer Werbekampagne zu diffamieren. Bist du bereit für einen Gegenangriff? Oh ja. Oh, guck mal, der Arme. Oh Gottchen. Oh. Heute ist ein freudiger Tag für jeden in diesem Restaurant. Der unglaubliche Creighton Styles steht vor euch und du, Averia, ja, wirst auch bald ein Star sein. Ich werde hier einen Werbespot drehen, aber keinen gewöhnlichen. Damit möchte ich den Bürgern der Stadt zeigen, warum sie in meinem Restaurant essen sollten. Dürfen wir ihn einfach nicht mögen? So, da gibt es denn bessere Zutaten. Sehr gut. So, wir sollen ja die Reibe schon die ganze Zeit kaufen. Dann sollen wir jetzt ein Tablett kaufen. Würstchen sollen wir kaufen. Ja, da gibt mehr Geld. Das kann man durchaus machen. Für Zutaten reichen jetzt unsere Rubine nicht mehr. Huff, huff, huff. Ja, nicht wahr? Du kannst ruhig mal da gehen, du komischer Vogel. Also, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. So, was können wir denn hier mal Schönes machen? Set mit Filmklappen. Ja, das könnte man machen. Sterne-Set. Was können wir denn Schönes an die Wand machen? Corndogs, da müssten wir jetzt ein Video. Movie Night Poster einbauen. Ja. Oh. 18 Popcorn-Schild. Ach wie, mehr ist das nicht? Einbauen. Das ist doch mal stylisch. Blockbuster, wir haben diese gerade. Aber die ist ja wohl mal voll fesch. Was haben wir noch? Cameo? Oh nee. Lava, Luxus, oh, Freeze Frame, Storyline. Na gut, im Endeffekt müssen wir ja nach und nach sowieso alle einbauen. Ich finde Nightline echt cool. Ja, das hat irgendwie was. Und jetzt dazu einen passenden Boden finden. Na, das ist ja wieder, es wird wieder hier Eleganz. Oh nein, sandige Düne. Traumhaft. Ja, das würde, glaube ich, ganz gut passen. Ne? Casablanca? Nein. Fitzgerald? Nein. Red? Nein. Nein. Wir nehmen traumhaft. Traumhaft passt. Traumhaft gut dazu. Entschuldigung. Seidiger Luxus? Nein. Nein. Buntes Konfetti. Kann ich noch nicht machen. Machen wir denn jetzt? Reine Gefühle? Ja, komm. Ehe wir ja nichts haben. Weil das geht ja gar nicht. Nee, also nee. So, wir haben ja dieses Set hier drauf, ne? Ich denke, das ist doch. Kann man doch, ne? Ja. Ich denke, das ist auch erstmal ganz nett. Gucke, da haben wir hier schon den nächsten Stern. Wunderbar. Da bekommen wir gleich wieder noch ein Schildchen. 2000 Münzen und 7 Rubine. Wir können weiter shoppen.
Wir sollen unsere Zutaten verbessern. Ich würde ganz gern. Achso, da muss ja erstmal. Dauert ja, ne? Dauert ja leider. Die sollen wir nicht. Ne, brauchen wir eigentlich auch nicht. So, da kriegen wir dann anstatt 18 Münzen eine Popcornmaschine, Chicken Wings und Popcorn. Alter. Was nicht noch alles kommt. Wann kommt denn das? Level 10. Ja, ich würde sagen. Ja, guck mal, das können wir doch gleich mal mit anwenden. Ach, da gibt es jetzt wieder nichts für. Das ist ja klar. Nee, ich würde sagen, wir starten in der nächsten Folge in das Level 10, nachdem wir doch jetzt unser Kino. Ich finde, das doch, sieht doch ganz nett aus, oder? Kann man doch erstmal so machen. Ja, bis auf die Gardine, ist ja klar. Ja, ihr Lieben, für die Folge komme ich dann aber zum Ende. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.